Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Wie ihr seht, haben wir eine kleine Planänderung. Wir stehen nicht vor Camelot, sondern ich habe gerade bemerkt, ihr seht hier sind wir an dieser Trümmerersteine, wo wir immer waren. Wir können hier einfach lagen. Nein, können wir nicht. Doch, können wir schon. Ja, da ist der Ewigstein. Gut. Ja, wir haben es doch geschafft, weiterzukommen. Das heißt, wir gehen jetzt erst durch die Höhle und ihr könnt mich begleiten. Wir trainieren immer noch Leanne, die ist ein Level aufgestiegen. Auf der Suche. Ja. Hurra, wir haben es geschafft. Ja. Camelo kann sich schon freuen. Mhm. Okay. Dann sehen wir hier mal jetzt. Ja. Wir nehmen bis ungefähr 12 Minuten auf. Nur Zobris ist ja noch nicht weiterhin trainiert. Ich hoffe, das wird auch Zobris ausgesprochen. Falls Zobiris rausgesprochen wird, sprecht lieber Zobris aus. Beziehungsweise Ghostfight. Ghostfight. Was für ein origineller Name, wie ich finde. Ich nenne irgendwie vieles Fighter. Firefighter, Dragonfighter, Aquafighter. Warum dann nicht auch Ghostfighter? Okay, ihr seht jetzt, wie ich einen Stoll Junior verwirrt habe. Ich habe einen Stoll Junior verwirrt. Wir haben jetzt endlich einen unser dritten Teamkollegen. Gleich kann ich euch ja zeigen, dass es, nein, das zeige ich euch vor Camelot. Das ist, dass es Unlicht ist. Nein, das zeige ich euch einfach gleich schon. Fertig. Und wir kriegen gleich Stahlflügel, was wir nicht brauchen werden. Und ich kann euch jetzt schon sagen, damit unser Team komplett ist. Am Ende wird unser Team ein wenig umgebaut. Gegen Ende. Und unser letztes Pokémon kriegen wir, glaube ich, nach dem 8. Arena-Kampf. Ja, kriegen wir seinen letzten Teamkollegen. Viele können sich jetzt vielleicht schon denken, was es ist. Ich glaube, leider ist dieses Pokémon sogar schon ein Unlichtgeist. Ruhig, ist ganz okay. Und Unlichtgeist und sagen wir es so, wir nehmen ein Uber. Wir kriegen, da können das erst kriegen. Kurz vor Ende. Ja, vor den Top 4 eben. Nur welches? Auf jeden Fall wird es unser Flugsklave. Nicht Sklave, es wird fliegen lernen. Müssen. Weil wir sonst nicht fliegen können. Und vielleicht ändert sich das noch. Und noch ein Teppes ist ein Drache. Und ein Uber. Und es ist vielleicht nicht gerade das Erste, was ihr denkt. Wenn ihr denkt, was ich denke, was ihr denkt. Ah ja, wenn... Es ist ein... Sehr. Das mit Denken ist immer so eine Sache. Wie heißt das in, dem Lied von Fresh Dumbledore? Es ist nicht so, wie du denkst, wenn du denkst, was ich denke, was du denkst, denn das Denken der Gedanken ist ein denkenloses Denken. Darum denke nicht, gedacht zu haben, wenn du versuchst, daran zu denken. Nicht daran zu denken, dass du dumm bist, obwohl du nicht dumm bist. Was hast du dann gedacht? Ja, so muss es ungefähr gewesen sein. Es ist nicht so, wie du denkst, wenn du... Wir reden jetzt einfach mit Treu. Ist ja auch egal. Was in Wirklichkeit ja so ist, also. Mein Name ist Treu. Ich sammle seltene Steine, daher gehe ich immer mal wieder auf Reisen. Oh, ein Brief für mich? Maike übergibt Brief. Okay, danke schön. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um das zu mir zu bringen. Ich muss mich bedanken. Ehrlich, ich werde dir diese TM geben. Die enthält meine Lieblingsattacke Stahlflügel, wie ich schon gesagt habe. TM 47. Maike packt CM 47 in die Blabla-Tasche. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Und da wir uns jetzt so gut kennengelernt haben, sollten wir uns unseren Pokédex eintragen.
Willst du etwa nur mit Michael flirten oder so? Das läuft nicht. Und Rubin und Saphir ist ja treu sogar der Champ. Was er hier ist, ich glaube, hier ist er nicht mal der 8. Arena-Leiter. Nicht mal. Nun muss ich mich aber wirklich beeilen. Denn der Champ hier ist... Nein. Ja, ich weiß, dass ich keine Basis-Items benutzen kann. Jetzt will ich nur noch raus aus der Arena. Nicht. Wir haben es hier raus. Wir haben es geschafft. Oder sollen wir jetzt noch mal einfach Camillo probieren? Auf gut Glück. Auf gut Glück. Gut Glück, gut Glück, gut Glück. Dann müssen wir danach aber intensiv erst noch Zobras trainieren, bevor wir hier die Insel verlassen. Denn irgendwie ist das doch unfair. Weil Kampf-Pokémon eben gegen Geist so nichts können. Deswegen sage ich, das ist ein wenig unfair. Wenn ihr versteht. Und unfair möchte ich ja irgendwie nicht sein. Ja. Wir probieren es jetzt einfach nochmal gegen Camillo mit Raster, was ein Level höher ist. Geworden ist. Und im Notfall, Zobras ist ja Level 10, also. Ja, den Text kennen wir schon. Und wir werden jetzt erst Doppelteam machen. Oder nein, 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 nein. Das ist eine schlechte Idee, was ich gerade sagte. Fußgeck. Das tut nicht mehr so weh. Cool. Wir probieren nämlich, ich hoffe, dass es verwirrt wird. Das wäre natürlich am besten, wenn es direkt einfach verwirrt wäre. Wusch. Karateschlag tut mehr weh. Karateschlag tut mehr weh. Karateschlag tut mehr weh. Karateschlag tut mehr weh. Super Trank, keine Scheu. Wir haben ja noch 4. Nachdem wir unser Geld so schön aus dem Fenster geworfen haben. Karateschlag. Verarschen kann ich mich selber. Echt. Komm mal, Scholo. Dankeschön. Genauso soll das laufen. Genauso. Genauso. Wie ich auch. Okay, ohne Volltreffer müsste das jetzt auch nur 20 abziehen. So, jetzt geht's mir besser. Ja. Lian erreicht bald wieder ein nächstes Level. Medici. Das meinte ich nämlich im letzten oder vorletzten Part mit. Ich hoffe, dass Medici, dass einer seiner Pokémon Scanner benutzt. Und zwar Medici. Nein. Mist. Hallo? Warum darf ich selber nichts benutzen? Eigentlich dürfte ich danach noch eine... okay. Jetzt würde ich mich irgendwie verarscht, dass das direkt in der Runde gleich noch angreifen durfte. Irgendwie unfair. Nein, das kannst du gerne weiter aber so probieren. Denn Reptane, ich mache jetzt einfach und probiere mit Zondlinge immer stärker zu werden. Ja, das funktioniert so gut, wenn das so weitermacht, Medici. Medici, mach ruhig so weiter. Ist ja nur Zornklänge. Oh, kann ich angreifen. Habe ich wieder was Neues über Power Punch gelernt. Das wird, greift direkt danach an. Ohne in der nächsten Runde eben. Oh, Zornklänge wird immer stärker. Medici, ich lieb dich. Hab dich lieb. Medici. So ein Medici würde ich auch mal gern haben. Das hat eine geile Fähigkeit, also Meditalis. Makuita kommt jetzt als nächstes und das kriegt jetzt erstmal Zornklingen Power ab. Zornklingen Power. Zornklinge. Oh, das tat weh mit Volltreffer. Jo, wir haben jetzt Camillo besiegt und das ohne Zobras. Nur ein Level höher durch Traster. Und eine Portion Glück. Zitrobeere wetten? Ja. Eine Zitrobeere. Zornklinge? Okay. Hallo? Hallo? Man sollte den Morgen nicht vor den Abend loben? Zornklinge? Also verlieren werden wir nicht, das sage ich ja schon. Wir haben nämlich noch Ghost Fights.
Und jetzt seht mal, wie er gegen Ghostfight ablost. Na, vielleicht kriegt Ghostfight ein paar viele Level mehr. Super. Also schaffen wir es doch nicht ganz ohne Ghostfight. Denn Ghostfight ist gut. Solange das Ding jetzt keine Gesichter oder so kann. Schnüffler kann Makoita auf keinen Fall. Ah, und Makoita, das erinnert mich, wie ich früher in der Siegestraße trainiert habe. Ich habe Makoita wegen zwei Attacken gehasst. Entweder Wirbelwind oder Riechsalz. Riechsalz ging mir so auf den Sack. Nie wieder Riechsalz. Nein. Nie wieder Riechsalz. Ich habe aber noch nie Riechsalz selbst benutzt. Doch, glaube ich, einmal, weil ich die Attacke dann so cool fand. Dafür habe ich immer viele Kingsteine mit Mauzi gefunden, weil ich das irgendwie da trainiert habe. Das erinnert mich noch an eine Sache, die in der Schule, als ich mitten im Unterricht DS gespielt habe. Ja, ich durfte. Und dann, wir hatten eine Schweigeminute. Ich weiß nicht mal genau wieso. Doch, ich weiß schon wieso, aber das war eigentlich nicht so witzig. Das war damals wegen den Amoklauf im Winnenden. Falls sich jemand dran erinnert, war nicht der so eine schöne Sache. Und ich habe immer den Tick, ich mache den Ton immer aus, aber wenn sich jemand entwickelt, dann Arschton an, und ich habe auch DS gerade irgendwie gespielt. Dann war die Schweigeminute und mein Mauzi hat sich weiterentwickelt. Naja, ich habe Ton angemacht in der Schweigeminute. Fand ich aber auch nicht so schön. Naja, danach ist mir das aber nie wieder passiert und das ist jetzt auch schon was länger her. 1, 2 bis 3 Jahre. So um den Dreh. Wie ihr seht, Makoita kann nicht gewinnen. Es kann nicht gewinnen. Gegen Ghostfight kann es einfach nicht gewinnen. Ghostfight, ich finde den Namen eigentlich ganz gut. Ich glaube, das bleibt Ghostfight. Eindeutig, ja. Unser drittes Pokémon. Ghostfight könnte sich jetzt zu Kripplock entwickeln. Ich finde es cool, wenn Zobrist eine Weiterentwicklung kriegt. Ghostfight eben. Okay. Wir haben es besiegt mit ein wenig unfairer Technik, aber ich habe es sonst fast geschafft. Fast? Ja, gut. Spezialangriff soll hoch sein. Ich hätte entweder Ghostfight genommen oder ein Banette, aber dann habe ich mich hierfür entschieden. Huiuiui, du hast eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Okay, du hast mich erwischt. Nimm den Orden dieser Arena. Michael Dings. Mike erhält den Knöchelorden von Camillo. Und wie es weitergeht, sehen wir erst im nächsten Part. Tschüss, Leute.